Ganz egal, wie schwierig ihre Kindheit war, auch wenn sie wenig geliebt, vernachlässigt oder gar geschlagen wurden, ich habe eine gute Nachricht für sie. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass eine schwierige Kindheit sie fürs spätere Leben besonders stark machen kann. Ich stelle Ihnen das Ghetto-Prinzip vor, das Ihnen alle Türen im Leben öffnen kann. Unter anderem erzähle ich Ihnen, wie Gerhard Schröder Bundeskanzler in Deutschland werden konnte, obwohl er das Kind eines kriminellen Vaters war und in bitterer Armut aufwachsen musste. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, Link zu den kostenlosen Testtagen unter diesem Video. Und in einigen Wochen erscheint mein neues Buch, auf das sich schon ganz viele Leser freuen, wie ich weiß. Es heißt, wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst. Ich sage später noch ein paar Worte mehr zu diesem neuen Buch. Was passiert, wenn ein Mensch unter schwierigen Umständen aufwächst? Sagen wir, die Mutter ist eine lieblose Narzisstin und der Vater, der schaut zu tief ins Glas. Oder die Eltern, die kümmern sich einen Dreck und die wischen die Bedürfnisse des Kindes immer nur als Störung des eigenen Lebens beiseite. Oder die Eltern, die werfen dem Kind Sätze voller Verachtung an den Kopf, zum Beispiel: Aus dir wird nie etwas. Wie kann man nur so dumm sein? Du bist zu nichts zu gebrauchen. Stell dich nicht so an. Du bist genauso mies wie dein Vater oder deine Mutter. Oder die Eltern, die streiten sich am laufenden Band und das Kind, das steht hilflos und verängstigt zwischen den Fronten. Oder das Kind wird, wenn es mal widerspricht, so lange weich geprügelt, bis es nicht mehr widerspricht. Es gibt unendlich viele Varianten, eine schlechte Kindheit zu haben. Wie schrieb Leo Tolstoi so treffend: Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie jedoch ist auf ihre besondere Weise unglücklich. Und eines, das steht fest: Der Stempel, den sie in ihrer Kindheit aufgedrückt bekommen auf ihre Seele, der wird sie durch ihr ganzes Leben begleiten. Die spannende Frage: Bedeutet eine schlechte Kindheit zwangsläufig, dass jemand ein schlechtes Leben bekommen muss? Bedeutet eine schlechte Kindheit, dass man emotional ein Leben lang auf dem Zahnfleisch geht oder dass man beziehungsunfähig wird oder dass man auf die schiefe Bahn gerät oder dass man, weil man selbst geschlagen wurde, die eigenen Kinder ebenfalls schlägt? Bedeutet eine schlechte Kindheit all das? Klare Antwort: Nein, das bedeutet es nicht. Im Gegenteil, wenn Sie eine schwierige Kindheit hatten, dann kann sie das stark für Ihr ganzes Leben machen. Die Resilienzforschung, die hat etwas entdeckt, was ich als Ghetto-Prinzip bezeichne. Eine besondere Kraft, die Sie aus der schwierigen Kindheit schöpfen können. Allerdings müssen Sie wissen, wie Sie diese Kraft anzapfen und für Ihr Leben nutzen können. Ich sage Ihnen gleich, wie das geht, und ich erzähle Ihnen, was es mit Gerhard Schröder und seinem kriminellen Vater auf sich hat. Vorher sollten Sie genau verstehen, was Resilienz bedeutet, denn die führt Sie zu Ihren inneren Kraftspeichern. Die Resilienzforschung, die fragt sich nicht, woran ein Mensch zerbricht, sondern sie fragt sich, was ihm die Kraft gibt, eben nicht zu zerbrechen. Übersetzt heißt Resilienz Widerstandskraft. Eigentlich wird mit Resilienz das Verhalten eines Werkstoffs beschrieben, der immer, wenn Sie ihn verformen, zurück in die alte Form kehrt. Beispiel: Sie werfen sich auf eine Matratze, die Matratze sackt unter dem Gewicht Ihres Körpers ein, aber sobald Sie wieder aufstehen, federt die Matratze in ihre alte Form zurück. Es gibt zwei Möglichkeiten für Stoffe und für Menschen. Man kann, wenn man verbogen wird, zerbrechen, oder man kehrt, obwohl man gebogen wird, wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Einen Bleistift, den kann man zerbrechen, oder man tritt darauf und er zerbricht, aber ein Gummiball, der gibt nach, wenn man drauf tritt, und der kehrt in seine Form zurück. Die Resilienzforschung, die begann in den 1950er Jahren und wollte wissen, was passiert im späteren Leben mit einem Menschen, wenn er, bleiben wir im Bild, in seiner Kindheit getreten wird oder in schwierigen Verhältnissen aufwächst. Wie wirkt es sich zum Beispiel aus, wenn seine Eltern sich dauernd streiten oder wenn sie Alkoholiker sind oder ihn emotional oder materiell vernachlässigen? Rund 700 Kinder haben die Forscher bis in ihr Erwachsenenleben begleitet. Und dabei machten sie eine ganz erstaunliche Entdeckung. Zwar geriet ein Teil dieser Kinder tatsächlich später auf die schiefe Bahn, sie prügelten sich, sie nahmen Drogen, sie patzten in der Schule oder im Beruf oder landeten gar im Gefängnis. Vor allem hatten sie ihre Gefühle nicht unter Kontrolle und sie tickten immer wieder aus. Aber, und jetzt kommt das Erstaunliche, ein Drittel dieser Kinder, das ging aus seiner schlechten Kindheit besonders gestärkt hervor. Diese Kinder, die wurden im späteren Leben erfolgreich, sie erreichten viel im Beruf, sie konnten sich erfreuen an einer stabilen Gesundheit und an intakten Beziehungen. Zugleich gingen diese Menschen selbstbewusst durch ihre Tage und sie trauten sich etwas zu.
Diese ehemaligen Kinder, die beherrschten offenbar dieselbe Kunst wie ein Gummiball. Sie waren zwar von ihren Eltern oder Erziehern seelisch verbogen worden, getreten worden, sie hatten es jedoch geschafft, wieder in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Und nun haben sich die Forscher eine ganz spannende Frage gestellt, die auch für sie von höchster Relevanz sein kann, falls sie auf eine schwierige Kindheit zurückblicken. Wovon hängt es eigentlich ab, ob ein Mensch trotz oder vielleicht sogar wegen einer schwierigen Kindheit erfolgreich und glücklich im Leben wird? Und ehe ich jetzt gleich auf Gerhard Schröder komme, ein paar Worte zu meinem neuen Buch »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst«. Einige der ersten Leser sagen, es sei mein bestes Buch, darüber freue ich mich natürlich. Denn hier erfahren Sie nicht nur, wie Sie sich in jeder Lebenslage den Respekt anderer Menschen sichern, nein, hier bekommen Sie auch an zahlreichen Dialogen vorgemacht, wie Sie souverän mit giftigen Bemerkungen oder Angriffen umgehen können und eine Chance daraus machen. Das ist eine Fundgrube für alle, die selbstbewusster durch ihr Leben gehen wollen, schlagfertiger reagieren und mehr aus sich machen wollen. Und es ist auch eine ideale Fortsetzungslektüre für die Leser von »Den Netten beißen die Hunde«. Ab nächster Woche im Buchhandel bestellen Sie es jetzt. Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst. Ich freue mich schon auf Ihre Rückmeldung. Und jetzt zum ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Er wächst in bitterer Armut auf in einer Baracke beim Sportplatz. Sein Vater Fritz ist ein krimineller Hilfsarbeiter, der mit 21 Jahren zum ersten Mal wegen schweren Diebstahls verknackt wird. Auf seinem rechten Unterarm, da hat der Halotri Fritz Frauenbrüste mit einem Blumenzweig tätowiert. Und schließlich wird er wegen eines Einbruchs ins Gefängnis gesteckt. Später kommt er als Soldat im Zweiten Weltkrieg um. Gerhard Schröder, der lernt seinen Vater nie kennen. Auch mit seinem Stiefvater, den seine Mutter Erika kurz nach dem Krieg heiratet, da hat er kein Glück. Der stirbt an einer Lungenkrankheit. Die Mutter, die geht jeden Tag 14 bis 16 Stunden zum Putzen, um ihre 6 Kinder über Wasser zu halten. Doch Gerhard Schröder, dem gelingt es, ein Jurastudium zu absolvieren, Ministerpräsident zu werden und schließlich als Bundeskanzler unser Land zu regieren. Ich frage Sie. Angenommen, Schröder hätte diese schwierige Kindheit nicht erleben müssen. Er wäre in eine ganz normale Welt, in einen ganz normalen Verhältnissen aufgewachsen. Hätte er dann das Zeug für diese Karriere gehabt? Sehr wahrscheinlich nicht, denn die Resilienzforschung, die zeigt auf, wer in seiner Kindheit viel durchmachen muss, der wird dadurch stark fürs ganze Leben. Seine Kindheit, die gleicht einem Trainingslager, er kann Eigenschaften und Kräfte entwickeln, die ihm ein Leben lang dienen, zum Beispiel Disziplin und Ehrgeiz, aber auch Einfühlungsvermögen und Verträglichkeit. Stellen Sie sich vor, Gerhard Schröder wäre ein verhätscheltes Kind gewesen und seine Helikoptereltern, die hätten ihm jeden Wunsch von den Lippen abgelesen und die hätten jedes Problem für ihn gelöst. Es gibt ja solche Eltern. Die fahren in die Schule, wenn ihr Kind schlechte Noten bekommt und machen den Lehrer dafür verantwortlich. Die greifen sofort ein, wenn ihr Kind in einen Streit gerät und die machen die anderen Kinder dafür verantwortlich. Solche Eltern, die stehen immer hinter ihren Kindern. Aber angenommen, Gerhard Schröder hätte solche Eltern gehabt, was wäre der Preis dafür gewesen? Natürlich, wer sich niemals wehren muss, weil die Eltern ihn verteidigen, der fällt im späteren Leben sofort um, sobald er auf Widerstand oder Gegenwind stößt. Gerhard Schröder aber, der musste sich auf seinem Sportplatz vor der Türe prügeln und durch eine besondere Leistung als Fußballer beweisen, nur so wurde er von seinen Altersgenossen anerkannt. Und diese Fähigkeit, sich gegen Widerstände durchzusetzen, die kann ein Kind besonders gut lernen, wenn es aus schwierigen Verhältnissen stammt und früh mit Herausforderungen konfrontiert ist. Das Leben ist wie ein Fitnessstudio. Je größer die Gewichte sind, die es uns auferlegt, desto mehr Muskelmasse können wir mit der Zeit zulegen. Aber wer eine völlig problemlose Kindheit hat, der spürt die auferlegten Gewichte des Lebens gar nicht, weil sie ihm von den Eltern abgenommen werden. Und das schwächt natürlich einen Menschen. Und deshalb entwickelt er keine seelische Muskulatur. Ganz viele erfolgreiche Menschen, die sind durch eine schwierige Kindheit gegangen. Sie mussten sich im wahrsten Sinne durchbeißen und durchkämpfen. Sie bekamen nichts geschenkt. Und gerade das, dieses tägliche Überleben, dieser Kampf, das hat sie wie ein Stahlbad hart gemacht. Das hat sie stark gemacht. Das bedeutet, es liegt an Ihnen, ob Sie Ihre Kindheit als schwere Bürde betrachten oder als ein wunderbares Trainingslager, das Ihnen Fähigkeiten geschenkt hat, um die andere Sie sehr beneiden müssen. Nun könnten Sie sagen, aber nicht jeder, der eine schwierige Kindheit hat, der wird deshalb im späteren Leben glücklich und erfolgreich.
Das stimmt natürlich. Die Forscher haben herausgefunden, dass eine Sache von größter Wichtigkeit für den Erfolg ist. Eine Sache übrigens, die sich auch in der Biografie von Gerhard Schröder nachweisen lässt. Und diese entscheidende Frage, die lautet, gibt es für Sie einen Menschen, gab es einen Menschen, der in der Brandung der schwierigen Kindheit wie ein Felsen stand? Einen Menschen, auf den Sie sich verlassen konnten? Einen Menschen, der Sie verstand? Einen Menschen, der an Sie glaubte und der zu Ihnen hielt? Die Forscher fanden heraus, auffallend viele Kinder aus schwierigen Verhältnissen, die später ein gutes Leben führten, die hatten einen solchen Menschen an ihrer Seite. Manchmal ist es der Großvater oder die Großmutter, ein Onkel oder eine Tante, eine Kindergärtnerin oder ein Lehrer. Jedenfalls, da ist ein einziger Mensch, der an das Kind glaubt und schon ist alles anders. Für Gerhard Schröder war das übrigens seine Mutter Erika. Er nannte sie Löwin, weil sie so sehr fürs Überleben der Familie gekämpft hat. Ich finde diesen Gedanken so bewegend und inspirierend, denn man kann ihn auf Erwachsene übertragen. Ganz egal, wie dunkel es um uns herum ist, wenn da nur ein einziger Mensch an uns glaubt, ein Mensch als Licht der Hoffnung für uns scheint, dann verändert die Welt ihr Gesicht für uns, dann schöpfen wir Kraft, dann tanken wir Selbstbewusstsein, dann können wir auch die härtesten Kämpfe im Leben aufnehmen und wir können sie gewinnen. Wenn nur ein einziger Mensch an uns glaubt, dann lernen wir, an uns selbst zu glauben und genau darauf kommt es im Leben an. Und noch eine Sache ist den Forschern an den Kindern aufgefallen. Wer eine schwierige Kindheit unbeschadet übersteht, wer später erfolgreich ist, der hat sich oft an Vorbildern orientiert. Wenn die Eltern eben keine Vorbilder sind, dann suchte sich das Kind jemand anderen. Das kann auch ein Prominenter sein, zum Beispiel ein Sportler oder eine Schauspielerin oder ein Sänger oder ein Model. Das Kind, das hält sich also gedanklich an einem anderen Menschen fest, den es bewundern kann, einem Menschen, der Werte lebt, die auch in dem Kind angelegt sind und die genau dadurch zum Blühen beginnen. Wer ein Vorbild hat, der hat Hoffnung. Wer ein Vorbild hat, der schöpft Kraft, auch für schwierige Zeiten, durch die er gehen muss. Aber was ist, werden Sie jetzt fragen, wenn ich in meiner Kindheit eben keine stabile Bezugsperson und auch keine Vorbilder hatte? Dann ist mein Leben doch schon in den Brunnen gefallen und ich kann es dort nie mehr rausholen. Nein, das ist nicht so. Denn Sie haben jederzeit die Chance, auch noch als Erwachsener, sich an anderen Menschen zu orientieren. Sie haben die Chance, sich Vorbilder zu suchen und Sie können Ihren Blick auf das richten, was in Ihrem Leben klappt. Es ist eine große Leistung, wenn jemand trotz schwieriger Kindheit im Leben seinen Weg geht, zum Beispiel einen Beruf erlernt, eine Familie gründet, sich Kompetenzen und Fähigkeiten erwirbt. Nur ist es wichtig, dass Sie Ihren eigenen Erfolg auch sehen und würdigen, dass Sie eben nicht entwürdigende Dialoge, in denen sich die Eltern und Erzieher spiegeln, im eigenen Kopf fortsetzen, sondern dass Sie bereit sind, sich selbst zu würdigen und sich selbst zu respektieren. Stellen Sie sich die richtigen Fragen und schon werden Sie aus Ihrer Kindheit Kraft schöpfen. Meine drei Zauberfragen sind: erstens, was ist in meinem Leben möglich, was ich ohne diese Kindheit nie geschafft hätte? Zweitens, inwiefern haben mich gerade die schwierigsten Momente meiner Kindheit so stark gemacht, dass ich jetzt alle Herausforderungen der Gegenwart prima bewältigen kann? Und drittens, wer hat mich in meiner Kindheit mehr als alle anderen respektiert oder gar bewundert und inwiefern wirkt der positive Einfluss dieses Menschen noch auf mich nach? Ich verspreche Ihnen, wenn Sie sich diese Fragen regelmäßig stellen, werden Sie erleben, dass Ihre schwierige Kindheit Ihnen auch Auftrieb geben kann, Rückenwind geben kann. Sie müssen ja nicht gleich Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden, aber ein glückliches Leben, das haben Sie verdient, erst recht nach einer schwierigen Kindheit. Ich möchte Ihnen einen Satz des Psychologen Erich Fromm mit auf Ihren Weg geben. Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer Einstellung. Und die Einstellung zu Ihrer Kindheit, die können Sie frei wählen. Und jetzt schauen Sie gerne noch, passend zum Thema, mein Video, welche Risiken auf Sie lauern, wenn Sie als Kind zu wenig Liebe erfahren haben. Das ist ein ganz, ganz spannendes Video. Klicken Sie es jetzt gerne in der Infobox und wir blenden es gleich noch ein. Und was halten Sie davon, dass ich Sie die nächsten 365 Tage Ihres Lebens begleite? Dass Sie also jeden Morgen einen kleinen Impuls oder eine kleine Aufgabe von mir bekommen, um innerlich zu wachsen und endlich die großen Ziele zu erreichen? Wenn Sie das interessiert, schauen Sie unbedingt mein Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort erfahren Sie, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag Ihr Leben fundamental verbessern und auch dauerhaft mehr Respekt bekommen. Das Videoseminar, das ist noch für kurze Zeit kostenlos. Klicken Sie jetzt gerne hier und dann verrate ich Ihnen alles. Abonnieren Sie den Kanal mit Glocke, dann verpassen Sie kein Video mehr. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr
Martin Wehle.